Hallo, ihr Lieben. Ich möchte euch heute sagen, dass ich das Zukunftsorakel, was übrigens sehr gut bei euch angekommen ist, fortführen möchte. Und zwar immer in einer anderen Form. Jetzt heute mache ich das Berufszukunftsorakel. Dann gibt es das mal für die Liebe. Es gibt das mal für das Allgemeine. Es gibt das mal nur für die Finanzen. Das ist der Grund, warum ich das letzte Berufsorakel jetzt auch gelöscht habe, weil ich das hier jetzt wirklich als Dauerorakel aufnehmen möchte. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, und schon geht's los. Also, das Zukunftsorakel sieht folgendermaßen aus, dass es eine Neunerlegung gibt für den nächsten Schritt. Und darauf, jetzt ist die Kamera ganz unscharf, aber das wird gleich. Und darauf gibt es eben das Zukunftsorakel für die Zukunft, was immer, wann immer die für euch beginnt. Ich lege mit dem Licht- und Schattentarot aus dem Angelina Schulze Verlag von Ciro Marchetti mit dem Gilded Reverie Lenormand Karten und Ciro Marchetti die Kipper Karten aus dem Königshocht Orania Verlag. Dann ebenfalls aus dem Königshocht Orania Verlag die Kipperkarten und die Tarotkarten von A.E. Wade und von Kerstin Bergmann, die Epic Light Lenormand Karten. So, und schon kann es auch losgehen. Wir schauen, ich bitte darum, eine Karte rausfallen zu lassen. Das ist für mich das Zeichen, dass der Kartenstapel so liegt, wie er liegen soll. Ich wollte rausfallen. Ich nehme sie direkt, damit ich das Bild scharf machen kann. So, das ist das Kreuz, ihr Lieben. Hier geht es ums Karma. Es ist ein reines Berufsorakel, das natürlich auch in die Liebe greifen kann. Aber ich lege es als Berufsorakel. Wenn aber dein Chef zum Beispiel auch dein Partner ist, dann greift das natürlich über. Aber das weiß ich ja jetzt nicht, das weißt nur du. So, wir schauen. Jetzt wähle ich alle aus. Wenn euch das Mischen zu lang vorkommt, dann tut einfach vorliegen. Ich werde auf jeden Fall nicht vormischen. Dankeschön. Und schaut euch das an. Der Anker steht für den Beruf. Und das wollte ich jetzt hier hinlegen. Ja, ich finde, das Mischen ist Teil der ganzen Kartenlegung und genauso wichtig, Dankeschön, wie das Lesen selbst. Ich nehme zwei Lenormand-Kartendecks, zwei Kipper-Kartendecks und zwei Tarot-Kartendecks. So hat jede Karte die Chance, wenn sie schon mal gefallen ist, und sie soll aber noch mal fallen. Ui! Schaut euch das an. Dass sie dann ein zweites Mal fallen kann. Ja, die sind hier drauf gefallen. Und zwar genau so. Ich lasse die Karten immer genauso liegen, wie sie rausfallen. Dankeschön. Da hat sich aber auch eine versteckt. So, und schon geht's los. Hier unten die Karten, das sortiere ich gleich. Erstmal fange ich an mit dem nächsten Schritt für den Beruf. Das ist die Wahrnehmungsebene, das ist die Herzensebene und das ist die Ebene des Endergebnisses. Wir haben die Entscheidung zweimal, ihr Lieben, und den Sarg. Hei, hei, hei. Dann haben wir die Sieben der Stäbe. Es ist der Ritter der Stäbe und die Vier der Münzen. Zum Schluss, im Endergebnis ist das Umwerben, das große Glück und die fernen Horizonte. Zentrale Karte ist der Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe, die Ritter, die sind allgemein diejenigen, die Nachrichten bringen.
In meinen Augen ist es eine schnelle Nachricht, weil das Pferd auch im Lenormand immer als schnelles Fortbewegungsmittel gesehen wird. Und hier kommt eine schnelle Nachricht. Ich muss gerade mal reinhören. Also, in der Wahrnehmung, ich gehe mal in der Ebene, die Wahrnehmung, Herzensebene, Endergebnis. In der Wahrnehmung ist es so, dass du dich entscheiden musst. Und zwar, mir kommt es tatsächlich vor, als wenn es zwei Entscheidungen sind. Einmal für den Beruf und für die Wohnung, also für den Umzug. Oder für die Person und für den Ort. Zum Beispiel, es werden hier zwei Entscheidungen von dir verlangt. Genauso kommt es mir rein. Und es wird etwas Altes zu Grabe getragen. Das ist keine schlechte Karte, ihr Lieben. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass diese Klammerkarte hier, das ist eine Karte, dass man sich von etwas nicht trennen kann. Dass man das dringende Bedürfnis hat, immer noch daran festzuhalten. Ich sage jetzt mal an dem Beruf. Und dieser Beruf hängt aber mit einem Ort zusammen und du kannst dich nicht lösen. Und genau dieses Klammern, dieses Lösen, nicht lösen können, das geht jetzt in den Verlust. Das wird jetzt beerdigt und du wirst frei sein in deinen Entscheidungen. Und das gibt dir ein unfassbares Freiheitsgefühl. Dass du endlich dich entscheiden kannst auch. Und der Ritter der Stäbe, das ist der, der dir die Nachricht bringt. Aber du musst dich verteidigen. Und zwar, vielleicht sagt jemand, oh, da verdienst du doch viel weniger Geld. Wieso gehst du da hin? Wenn du aber doch glücklich wirst. Wenn dir der Ort besser passt oder wenn dir die Arbeit hier liegt, dann verzichte auf das Geld, dann triff diese Entscheidung. Ich habe das Gefühl, hier wird von außen immer wieder dagegen geredet. Und ich habe auch das Gefühl, dass es so eine Dauerschleife ist. Dass du das schon öfter vorhattest und hast dich immer überreden lassen. Und jetzt fasst du den Mut und du wirst diese Entscheidung treffen. Und wenn du die erste Entscheidung getroffen hast, also diese eine, dann wird das andere einfach nur das Ergebnis sein, dessen, was vorher schon entschieden wurde. Ich möchte noch ganz kurz sagen, dass ich die Karten hier von Gero Marchetti, das sind zwei Kartendecks, deswegen können hier zweimal die Entscheidung liegen. Ich habe schon öfter erklärt, dass ich habe zuerst die Karten, die 36 Originalkarten gehabt oder Ursprungskarten und dann hat Gero Marchetti die Zusatzkarten noch rausgebracht und dann habe ich das Kartendeck auch gekauft und es ist mir mal zusammengefallen und aus Zeitgründen habe ich sie einfach nur zusammengeschoben und jetzt bin ich froh, weil ich die immer so nehme und deswegen habe ich eben hier die zwei Karten. Aber tatsächlich müssen sie ja auch fallen. Die Engel möchten euch damit sagen, es werden zwei Entscheidungen auf euch zutreffen. Ihr könnt da bleiben, wo ihr seid. Das ist gar keine Frage. Aber wenn ihr was ändern wollt, dann kommt das jetzt. Und es kommt im Beruf. Vielleicht ist es aber auch so, dass du etwas so gut machst, dass man dich hier umwirbt, dass man dich gerne haben möchte. Und auch da musst du diese Entscheidung treffen. Nein, du musst überhaupt nicht. Du kannst sagen, ich habe kein Interesse, ich lasse alles beim Alten. Aber du wirst hier umworben, du wirst beruflich umworben. Und ich kann dir sagen, wenn du diesen Schritt gehst, dann gehst du ins Glück. Und du gehst in die fernen Horizonte, die stehen für die Sehnsucht. Dass wirklich vielleicht du hier einen kompletten Umbruch möchtest, dass du vielleicht, ich sage jetzt mal, erst Köchin bist und möchtest aber eigentlich eine Büroarbeit machen. Und dass jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hör mal, da ist eine Stelle frei, hast du Interesse? Das ist ein kompletter Umbruch, aber vielleicht hast du genau daran Sehnsucht, dass du diesen Beruf der Köchin nicht mehr ausüben möchtest. Und dass dich das so, ich will das nicht mehr. Und dieses Klammern, dieses Entscheiden können, ja, ich gehe jetzt in dieses Büro. Das passiert jetzt.
Und es passiert jetzt, weil jemand dir eine Nachricht bringt. Boah, ist das interessant. Wir schauen mal auf die Herzensebene. Und da steht der Kuss. Und der Kuss steht für die Leidenschaft. Und guck mal, das bist du. Ich spreche immer für eine Frau, die auf einen Mann schaut. Das bist du. Und das hier zeigt mir eindeutig, das ist etwas, was du mit Leidenschaft machen darfst. Es ist die Herzebene. Und es ist wundervoll, dass diese beiden Karten jetzt auf dieser Ebene gefallen sind. Das ist die Herzebene und das steht für die Leidenschaft. Und das hier, ihr Lieben, ist der nächste Schritt. Und wir schauen auf das Ergebnis. Und da sind hier diese ganz vielen Karten gefallen, aber es sind auch die 10 der Münzen gefallen. Und die 10 der Münzen, die sind ein Teil des großen Glückes. Aber sie sind nicht in normaler Lage gefallen, sondern sie sind in Schieflage gefallen. Das heißt, nicht Schieflage, dass deine Münzsituation in Schieflage ist oder deine Finanzen, sondern es bewegt sich. Es bewegt sich. Und die Münzen sind rund und es fängt an, sich zu drehen. Und jetzt schauen wir mal auf diese Karten hier. Das sind 5 Stück an der Zahl. Die stehen für das Ergebnis. Ich lege sie jetzt einfach mal drüber. Hier haben wir die 10 der Münzen 2-mal, ihr Lieben. Einmal in dieser Form, also dass sie sich bewegen, dass sie nicht gerade liegen. Und die nächste Karte ist die 10 der Münzen, die gerade liegt. Das ist der Hammer. Dann der Gehängte für die neue Sichtweise. Die 9 der Stäbe für das Burnout, für das Überfordertsein. Vielleicht bist du, das ist die Ebene des Ergebnisses, aber sie liegt jetzt hier über der 4 der Münzen und unter der 4 der Münzen und unter dem Sarg. Vielleicht bist du einfach überfordert mit der Situation. Und dadurch klammerst du so, weil du weißt, was du hast, du weißt aber nicht, was du bekommst. Aber ich sag dir, das geht jetzt auch, diese Überforderung geht jetzt auch in den Sarg. Also das heißt, es wird jetzt aufhören. Dann haben wir den Herrscher und wir haben die 4 der Schwerter. Boah. Ruhe. Komm zur Ruhe. Und das sagen sie mir gerade, komm immer mal wieder zur Ruhe. Das ist so wichtig. Nimm dir diese Auszeiten. Und wenn es nur 5 Minuten sind, aber wenn du merkst, jetzt schwebt alles über, jetzt kommt wieder diese Situation der Überforderung oder auch des Klammerns, dass du sagst, ich will das so nicht, ich will das, wie das Alte ist. Komm zur Ruhe. Hol dich raus aus der Situation und schau, dass du vielleicht einfach nur 5 Minuten oder 2 Minuten die Augen schließen kannst und ganz ruhig auf deinem Sitz sitzt. Aber das ist das Endergebnis. 10 der Münzen, 2-mal. Es kommt der Wandel. Es kommt der Wandel deiner Sicht. Also das heißt, du wirst dich verändern. Du wirst aus dieser Klammerenergie rausgehen und somit auch aus diesem Burnout, aus diesem Verletztsein. Und du kommst in die Energie des Sterns. Der Stern strahlt von oben. Er macht alles hell und er ist die Schutzkarte. Und du bist von oben geschützt. Und dadurch, dass alles hell erleuchtet ist, wenn der Stern am Himmel steht, kannst du den nächsten Schritt auch sehen. Du siehst es jetzt. Du siehst, du kannst das Ergebnis ahnen. Und der Herrscher, der hilft dir. Der Herrscher bringt Ruhe und Ordnung rein. Und der Herrscher, der sagt dir, mach eins nach dem anderen. Das ist eine wundervolle Energie. Das steht auch für das Ergebnis auf der Seite hin. Für das Ergebnis der Zukunft. So, und jetzt sind aber hier unten ganz viele Karten gefallen, wie ihr seht hier. Und die möchte ich jetzt auch aufdecken. Und zwar habe ich was im Kartendeck des Tarots war diese eine Lennemann-Karte und die ist das Geschenk und die ist hierher gefallen und dieses große Glück ist dein Geschenk, das große Glück aus dem Mangel rauszukommen
Und der Mangel, der geht schon aus dieser ganzen Legung raus. Das heißt, und er ist unterbrochen. Seht ihr hier von meiner Unterlage? Er ist unterbrochen. Der Mangel wird unterbrochen. Der Mangel wird nicht mehr existieren. Dann habe ich hier diese drei, vier Karten, die auch darunter gefallen sind. Das ist die Hauptperson. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Dann habe ich die Beschäftigung. Es ist die Armut und das kleine Kind. Und das ist genau die gleiche Energie wie hier. Aus dem Mangel, der Mangel wird unterbrochen, du kommst aus dem Mangel raus, gehst ins große Glück und das ist dein Geschenk. Und das ist hier diese Hauptperson, die sich damit beschäftigt, dich aus der Armut rauszuholen. Du gehst in den Neuanfang. Und ich würde aber fast sagen, dass du hier Hilfe hast. Dass hier jemand kommt, der Ritter der Stäbe, der dich umwirbt, der sagt, du machst deine Arbeit so gut, ich möchte dich gerne haben. Und du gehst in den Neuanfang und du wirst glücklich sein, das möchte ich. Dann haben wir hier seine Gedanken und die falsche Person. Und die sind genau so gefallen. Das heißt also, seine Gedanken stehen im Kopf. Er möchte dich gerne umwerben. Er möchte nicht, dass du gehst. Vielleicht hat er gehört, dass du dich beworben hast und dass du jetzt gehst. Und vielleicht sagt er dann, oh, bevor sie weg ist, sage ich ihr, was ich fühle. Sage ich ihr, umwerbe ich sie. Ich mache ihr ein Angebot. Und somit ist dann die falsche Person, es geht hier um die falsche Energie. Es geht darum, dass du vielleicht gar nicht siehst, was er für dich empfindet und wer er ist. Und diese falsche Energie, die wird sich dann drehen. Die ist in Bewegung. Und ganz zum Schluss habe ich hier unten noch die Königin der Münzen. Und das ist die, die diese Reihe hier abschließt. Das ist die, die souverän der ganzen Situation umgeht und weiß, was zu tun ist. Schauen wir in die Zukunft. Die Zukunft baut sich auf dem nächsten Schritt auf. Wenn du also hier schon sagst, das ist nicht, ich werde mich nicht entscheiden, ich bleibe da, wo du bist, brauchst du das hier nicht zu schauen. Wenn das hier aber für dich zutrifft und mach es nicht auf Biegen und Brechen zu deiner Liebung. Manchmal ist es so, dass es einfach nicht passt. Dann nimm es einfach an und sag, okay, ich bin beim nächsten Mal dabei. Aber wenn es für dich ist, dann schau dir die Zukunft an. Da haben wir die Schlange und darunter haben wir den Klee. Und ich fühle ganz deutlich, dass diese Schlange in einem Baum von Klee ist. Das heißt, diese Umwege hier, die sind jetzt, die gehen ins Glück. Und seht ihr, dass die Schlange nicht geschlossen ist hier? Wird jetzt durchbrochen. Das Gift, das Toxische, was sie sprüht, vielleicht ist es hier wirklich eine falsche Schlange, vielleicht ist es eine Arbeitskollegin. Diese falsche Schlange, wie gesagt, diese Energie der falschen Schlange, die ist jetzt unterbrochen und das hört jetzt auf. Dann schauen wir mal in das, da haben wir den Schlüssel in die Lenormand-Karten. Wir haben schon wieder den Sarg und wir haben den Ring. Dann habe ich hier die zwei Kelche, den König der Kelche und den Teufel. Dann habe ich die Gerichtsperson, die Zusammenkunft und das Wohnzimmer. Zentrale Karte ist der König der Schwerter. Wenn du dich hier findest, wenn du diese Entscheidung triffst, dass du deine Arbeitsstelle wechselst und vielleicht auch den Ort, dann kann es sein, dass du auf den König der Kirche triffst. Das ist jemand, der seinen Job mit Leidenschaft macht. Der Teufel steht auch hier mit Leidenschaft. Der Teufel hat normalerweise auch eine andere Funktion, dass er jemanden leitet, dass er jemanden wie eine Marionette benutzt. Aber dieses Gefühl habe ich hier überhaupt nicht. Hier geht es, und der ist schon öfter gefallen, und ich fühle es immer wieder, um die pure, reine Leidenschaft.
Und das haben wir ja hier auch. Wir haben ja hier dich mit dem Kuss. Und das steht ja auch für die Leidenschaft. Und das ist in der Herzebene. Und ganz ehrlich, hier kommen zwei zusammen, die die gleiche Leidenschaft haben, die das gleiche Hobby haben, die den gleichen Beruf lieben. Und zwar wirklich lieben und ihn mit Leidenschaft gerne ausführen. Und das ist eine, oh, das ist eine Energie, die ist so stark, dass ich wirklich sage, du bist genau richtig bei dieser Person. Und diese Person ist der Schlüssel für dich, dieses Alte hinter dir zu lassen und in eine neue Verbindung zu gehen. Oder, was auch sein kann, es ist eine allgemeine Legung, deswegen gibt es mehrere Möglichkeiten, das ist der Schlüssel, dass dieser Sarg geöffnet wird. Dass diese alte Verbindung hier nochmal neu gelebt wird, nochmal neu zustande kommt und in eine neue Verbindung geht, mit einer neuen Energie. Dass das Alte hier abgeschlossen wird, hier, auch mit diesen Klammern, und dass es hier in eine neue Energie geht. Wir haben die Gerichtsperson, die Zusammenkunft und das Wohnzimmer. Die Gerichtsperson ist immer die, die von oben arbeitet und schaut es euch an. Sie steht hier an dem Pult, sie arbeitet ja. Und das ist, Gericht ist immer, natürlich kann es auch jetzt für dich, vielleicht arbeitest du am Gericht, vielleicht ist das deine neue Arbeitsstelle. Aber hier fühle ich ganz deutlich, es wird von oben geführt. Und es wird so geführt, dass hier diese Zusammenkunft in deinem Wohnzimmer stattfindet. Hier das Wohnzimmer ist einmal das Wohnzimmer wirklich an sich. Es ist nicht nur in deinem Haus, es ist in deiner Wohnung, in deiner Intimsphäre. Es steht aber auch wirklich für dein tiefes Inneres. Für das, dass wirklich, dass du etwas aus ganz die Leidenschaft wirklich von ganz tief innen kommt. Und wenn du dich entscheidest, hier für diese Wege zu gehen, dann wirst du diese Energie spüren. Du wirst deinen Beruf, deinen Job, deine Berufung, würde ich fast sagen, genauso leben wie auch mit der Begeisterung, wie ich das gerade rübergebracht habe. Und zwar auch mit dem König der Kelche, der ja auch hier ganz tief in sich ist. Also auch er geht immer mal wieder in die Ruhe. Und das ist wichtig. Und die Engel sagen, du kommst ganz schnell, wirklich ganz schnell ins Burnout. Weil hier eine so massive Änderung kommt, wenn du dich dafür entscheidest, dass du wirklich schnell in dieser Burnout-Situation bist. Und das ist wichtig. Und das hält dich oben. Es hält dich oben. Und wie du siehst, geht er macht das ja auch. Aber nur weil er das macht, musst du das nicht auch machen. Ich bin also wirklich kein Freund davon, zu sagen, hier, die anderen machen das, ich mache das auch. So, dann schauen wir mal hier auf die 7 der Stäbe. Seht ihr das? Die 7 der Stäbe. Ach, ich liebe es, wenn die Karten so miteinander sprechen. Hier wirst du auch angegangen. Auch hier. Aber du bist so, hier stehst du noch oben auf diesem Hügel und verteidigst dich. Und hier gehst du in dich. Und hier bist du ganz tief in dir und sagst, die können mich nicht umstimmen. Ich möchte diesen Weg gehen und ich werde es feiern. Das ist die Feierkarte, die 3 der Kelche. Hier wird eben wirklich gefeiert und du wirst dich feiern, du wirst dein Leben feiern und es wird wundervoll sein. Und ich spüre ganz deutlich, dass ganz viele von euch hier dabei sind, die sich wirklich für diesen Weg entscheiden. Was will die geistige Welt dir denn auf Herzensebene noch sagen? Ja, das ist die Schmerzkarte, die Herzschmerzkarte. Und das ist diese Energie. Vielleicht, und ich sage es nochmal,
dir hat jemand wehgetan und es hat geschmerzt und du hast jetzt Angst, nochmal genau den gleichen Fehler zu machen. Und du hast das alles bearbeitet, du bist da durchgegangen und du weißt, was du jetzt hast. Du hast Angst, dass du das nochmal durchmachen musst. Und ich schaue mal drunter. Ja, da haben wir den König der Schwerter. Und der König der Schwerter ist jemand, der mit klaren Gedanken geht. Und hier ist es so, dass dir dieser König der Schwerter diesen Herzschmerz nehmen kann. Der sagt ganz klar, ja, es ist passiert und du hast auch recht, dass du dich damals zurückgezogen hast, dass du gesagt hast, das passiert mir nie wieder, mir tut nie wieder jemand so weh. Aber der König der Schwerter sagt dir auch, dann bist du im Stillstand. Dann bist du genau da, wo du jetzt bist, bist du auch in 20 Jahren. Und ich kann dir helfen, diesen Herzschmerz vielleicht umzuwandeln. Ja, vielleicht passiert es nochmal, vielleicht tut dir nochmal jemand weh, vielleicht tut es dir auch nochmal weh, aber du hast es versucht. Du hast es versucht und bist aus dieser Klammersituation rausgekommen und genau, du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen. Wenn du das nicht probierst, kann es sein, dass du in 20 Jahren da sitzt und sagst, oh, ich bin immer noch da, wo ich vor 20 Jahren war. Jetzt bin ich zu alt, jetzt kann ich den Wechsel nicht mehr vollziehen. Wie gesagt, ich bin hier nicht dafür da, dich zu überreden oder um Gottes Willen. Aber wenn du die Chance bekommst, jetzt im nächsten Schritt etwas zu ändern und du bleibst da, wo du bist, ist das vollkommen in Ordnung. Aber dann finde dich damit ab. Dann akzeptiere es so, wie es ist und sag nicht, in einem halben Jahr oder in einem Jahr hätte ich nur. Und geh immer wieder in die Vergangenheit zurück und hätte ich nur. Nein, nimm es an. Wenn du dich aber entschließt, es zu probieren und es geht nochmal schief, dann nimm auch das an und sag, du hast es probiert. Und dann kannst du vielleicht nochmal in die Situation zurückkommen, wo du hier bist. Aber wisst ihr, man kann das Weiß nur erkennen, weil man das Schwarz schon mal erlebt hat. Das habe ich gestern noch gesagt, fällt mir gerade ein. Aber tatsächlich ist es so. Du weißt ja nur, ob es was Gutes draus wird, wenn du es versuchst. Sonst wirst du immer sagen, es hätte gut gehen können. So, und was will die geistige Welt euch im Ergebnis noch sagen? Ja, das sind die beunruhigenden Nachrichten. Und die Ehestandskarte. Also ich fühle ganz deutlich diese beunruhigenden Nachrichten und das habe ich schon ganz oft gesagt, die sind nur vermeintlich beunruhigend. Und sie tun vielleicht auch weh. Wir haben sie unter den drei der Schwerter. Vielleicht tun sie kurz weh. Das ist durchaus möglich. Aber ich fühle ganz genau, dass du durch diese beunruhigenden Nachrichten, die dir wehtun, auch in deine Mitte kommst und deine Mitte stärkt dich. Und die stärkt dich so enorm. Also, mein Fazit ist, es kommt hier eine Entscheidung oder beziehungsweise ein Angebot auf dich zu, wo du eine Entscheidung treffen sollst. Aber diese Entscheidung hat eine andere Entscheidung, zieht sie mit sich. Wenn du es nicht machst, ist es vollkommen in Ordnung. Wenn du es machst, du wirst es nicht bereuen. Aber selbst wenn es schief geht, wirst du es nicht bereuen, weil du sagst, du hast es probiert. Du hast auch in dieser Zeit richtig Spaß gehabt. Das ist das Wichtige. Aber ich habe gesehen, wir haben ja hier oben noch die Karte, die über dieses ganze Orakel steht. Ach, schaut euch das an. Das ist eine Reise. Und es ist deine Reise und du gehst auf die Reise. Und viele von euch, nicht alle, viele von euch werden diese Reise angehen und sie werden glücklich werden, weil sie ihre Leidenschaft leben können, weil sie mit Leidenschaft leben können. Ich finde es wundervoll. Ich bin so begeistert. Diese Legung finde ich echt fantastisch. Ich hoffe, es geht euch genauso. Und ich würde euch bitten, wenn sie euch gefallen hat, dann schickt mir doch einen Daumen nach oben. Oder
abonniert mich. Drückt auf das Glöckchen, dann kriegt ihr von YouTube Bescheid, wenn ich das nächste Mal was hochlade. Ihr könnt aber dieses Orakel, wenn ihr sagt, das ist genau ein Orakel für jemand anderen, könnt ihr es wirklich gerne teilen. Ich danke euch. Bis denn.